Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Warcraft. Ja, ich starte nicht im Scholasar-Becken, sondern hier in Dalaran. Hat einen guten Grund. Oh, erstens, machen wir mal das hier. Wir kaufen uns jetzt endlich diesen Kaltwetterflug. Das heißt, gestattet es euch in Nordend fliegende Reittiere zu nutzen. Das machen wir jetzt endlich mal. Und weil wir das hier auch dann in nächster Zeit brauchen werden, sobald wir hier fertig gelevelt haben, da ist die normale Fluglizenz, gestattet es dem Spieler in den östlichen Königreichen Kalimdor und Tiefenheim fliegende Reittiere zu nutzen. Und ja, wir haben derzeit eh das Gold, also was soll's. Was wir haben, haben wir. Das heißt jetzt für uns, wir dürfen jetzt fliegen. Nein, ich will Reittiere. Och, und dann nehmen wir einfach Alas Asche. Gefällt mir sehr gut. So. Da war was im Weg in der Maus. So. Ja, leider fliegen wir derzeit nur mit 150% Geschwindigkeit. Das schnelle Fliegen würde jetzt, glaube ich, 5000 oder 2500. Ne, ich glaube 5000 kostet das jetzt. Ja, die hätten wir eh nicht. So. Was wir jetzt noch machen. Wir gehen da zum Kürschnerlehrer, weil da sind wir das letzte Mal auch schon angestanden. Sehr schön. Schauen wir uns da gleich mal den Beruf an. Oh, Beruf. Das heißt, wir dürfen jetzt bis 525 Kürschnern und dann müssen wir wieder zum Lehrer gehen. So. Ist in Ordnung. Hm, heute ist ein bisschen belebter hier. Hm? Letztes Mal, als wir hier so den Stadtrundgang gemacht haben, war ja hier überhaupt nichts los. So. Und da sind wir auch schon wieder beim Flugpunkt. Der hat dann auch eine Quest für uns. Ich glaube, der will, dass wir Eiskrone gehen. Das Licht sei so. Wieder hierher. Seid gegrüßt. Und zurück. Ja, ich habe auch diesen Flugpunkt hier geholt. Viel Glück. Sonst hätte ich hier nicht direkt hinfliegen können. Ja, und den Flug will ich jetzt nutzen, ja, für eine kleine Bitte an euch. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr so oft und so viele Videos teilen könntet von mir, wie nur geht. Vielleicht auch mal auf den Social-Seiten vorbeischaut, Facebook, Twitter und vielleicht auch dort mal GrafosLB liked und auch die Seite teilt, vielleicht dort ein paar Videos teilt und so weiter, damit ja GrafosLB noch mehr wachsen kann. Ja, ich bin irgendwie in so einen Punkt gekommen, ja, ich weiß nicht, wo ich selber nicht mehr viel machen kann, wo es jetzt wirklich an euch liegt, ja, meinen ganzen Kanal, meine Social-Seiten ein bisschen in die Welt zu tragen. Ja, ich habe wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, hab's auch schon meinen ganzen Freunden, Bekannten, Verwandten und alles gesagt, die machen das auch, ja, zwar nicht regelmäßig, aber ab und zu teilen die mal was, liken was. Aber ja, das war's jetzt im Grunde auch schon. Ich selbst kann jetzt irgendwie nicht mehr viel machen für Werbung oder sowas oder für die große Verbreitung. Und da wäre es wirklich super, wenn ihr mir da helfen könntet. Einfach da, ja, außer hier das Video liken auf YouTube, vielleicht wirklich da mal weiterteilen auf diversen Plattformen, wo ihr halt so angemeldet seid. Ich zwinge jetzt keinen, dass er irgendwie, ja, sich jetzt da bei Facebook, Twitter oder Co. anmelden muss. Das ist jedem selbst überlassen. Solltet ihr dort schon angemeldet sein, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da meine Facebook-Seite ein Like verpasst oder meine Twitter-Seite folgt und wirklich auch dort Videos weiterverbreitet. Wäre echt super. Ja, das war's, glaube ich, mal von diesem Thema. Habe ich da noch irgendwas zu sagen? Nein. Auf alle Fälle, wie gesagt, ich würde mich halt sehr freuen, wenn ihr das für mich tun könntet. Ich werde das jetzt auch in ein paar anderen Videos noch ein paar Mal ansprechen. Und ja, dann werde ich es wieder mal ruhen lassen und dann sehe ich, hat es was gebracht oder nicht? Ja, zurück hier zu World of Warcraft. In den amerikanischen Foren hat einer die Frage gestellt, wegen diesem Tundra-Mammut, also dieses große Expeditionsjagd, das man ja da jetzt kaufen konnte in Mists of Pandaria, hat ja 120.000 Gold gekostet. Man hat dort einen Händler drauf zum Reparieren und ja Sachen verkaufen
Und es saß auch ein Umschmieder drauf. Das hieß, zack, Mount gerufen und konnte direkt umschmieden. Man musste nicht zurück in die Hauptstadt. Allerdings mit Warlords of Draenor verschwindet ja das Umschmieden. Das gibt es ja nicht mehr. Und jetzt wollte der Spieler wissen, ob schon bekannt ist, was jetzt statt dem Umschmied aufs Mount kommt. Und da mussten die Entwickler leider sagen, sie sind sich da überhaupt noch nicht einig. Sie sind froh über Feedback, was man da so machen könnte. Ich meine, wenn ihr da Lust habt, schreibt es einfach in die Foren dort, was ihr euch so vorstellen könntet. Ich, ehrlich gesagt, hätte nichts dagegen, wenn da vielleicht irgend so ein Auktionator drauf wäre. Oder vielleicht auch irgend so ein Typ, ja, wo man... Ja, so ein Briefkastentyp, so einen kleinen Postboten drauf sitzen oder Auktionator, würde mir echt gefallen. Die Frage ist, ob Auktionator nicht zu stark wäre, weil man ja wirklich dann überall Auktionen machen könnte und sowas. Also, die Hauptstädte wird noch weniger besucht werden. Andererseits muss man auch sagen, die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Man könnte höchstens noch ein NPC fürs Transmoggen draufsetzen. Allerdings, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwas, das ich persönlich auch nicht wirklich oft benutze. Da würde ich mich wirklich über andere Sachen mehr freuen. So. Genau, denn davon müssen wir jetzt den Apfel vom Kopf schießen. Das machen wir gleich. Dem da. Ups, so. Und wir haben ihm den Apfel vom Kopf geschossen. Man hat schön gesehen, wie der Apfel weggesprungen ist. Tötet 60 Beutetiere während... genau. Einfach da nebenbei macht man die. Man hat jetzt so eine Wette mit ihm laufen. Wer zuerst 60 tötet, ja, ist halt der Chef oder so weiter. So, dann müssen wir jetzt noch diese ganzen Nashörner und Kätzchen hier massakrieren und die Haut abziehen. So, aber zuerst mal da neue Buffs verteilen. So, da. Ja, es wurde jetzt auch gefragt, was ist denn jetzt nun mit der Alpha für alle oder mit der Beta-Start für alle? Da muss Blizzard sagen, ja, einiges haut leider noch nicht so hin, wie sie sich vorgestellt haben. Sie werden die ersten Zonen nochmal ein bisschen überarbeiten, auch denn der Questfluss wird verändert, das hat ihnen noch nicht so richtig gefallen. Und ja, derzeit ist halt wirklich nur eine Family and Friend Alpha. Wo wirklich nur Entwickler drauf sind, Freunde von Entwicklern und eventuell, ja, ich sag mal so, vielleicht größere Streamer und irgendwelche Fanseiten große. Und sie meinen, ja, es könnte jetzt noch ein bisschen dauern, bis es startet. Ich meine, ich bin echt schon gespannt drauf. Würde mich da wirklich auch freuen, wenn ich da einen Beta-Key bekommen dann würde. Ja, und sie arbeiten ja an einem neuen Spiel. Und das wollen sie auch heuer noch so vorstellen. Also so im Groben, was sie da vorhaben, denn es ist ja heuer wieder eine BlizzCon. Und da wollen sie dann schon ein paar kleine Einzelheiten darüber bekannt geben. Ja, ja, klar, er hat schon 11 umgebracht. Ich bin erst bei 6. So ein kleiner Lügner. Und bin gespannt, was es ist. Ich meine, was vermutet ihr, es sein wird? Doch jetzt dieses Projekt Titan, das da irgendwie schon auf Eis gelegt wurde, oder haben sie jetzt irgendwas ganz Neues im Sinn? Ich meine, ich wäre jetzt ja gar nicht abgeneigt, wenn es jetzt wirklich endlich mal Warcraft 4 oder sowas geben würde, aber ich kann mir nicht vorstellen, solange es World of Warcraft gibt, wird sicher kein neues Warcraft rauskommen. Was mir vielleicht noch so ein bisschen gefallen würde, ja, vielleicht irgendwas so Endzeitmäßiges, so Postapokalyptisches, wäre auch echt cool. Solche Spiele mag ich ja auch sehr gern. Ja, und was für ein Genre? Ich habe keine Ahnung, also
im Prinzip, sie haben ja schon wirklich viele Sparten abgegangen. Hier Rollenspiel, Echtzeitstrategie, das Kartenspiel jetzt zum Beispiel auch. Ich meine, ich hätte auch kein Problem, wenn es nochmal eine Strategie oder ein Rollenspiel wird oder so. Oder vielleicht auch komplett was anderes. Wie viel hat er denn jetzt? Ja klar, 16. Ich bin jetzt bei 11. Klar, natürlich. Taucht immer wieder mal kurz auf und meint, er hat mehr als ich. Glaub dir kein Wort, mein Freund. Du lügst doch. So, 6 Kätzchen haben wir und 6 Nashörner. Sehr schön. Ich muss. Ja, oder keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, ob sie vielleicht wirklich nochmal an sein Rennspiel, Flugsimulation oder Weltraumsimulation arbeiten würden. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, so ein weiteres Rennspiel, ja, wäre schon nicht schlecht. Was mich dann auch interessieren würde, wäre es dann ein Free-to-Play-Titel oder... Ich muss ja jetzt sagen, ja, jetzt mit Hearthstone und dass er schon draußen ist und ihr MOBA, dass der da kommt, Heroes of the Storm, haben sie ja jetzt dann auch schon 2 Free-to-Play-Titel. Ist halt die Frage, ob sie jetzt diese Schiene weiterfahren wollen oder ob irgendwie nochmal so ein Abo-Modell kommt oder... Ja, ist halt so die Frage. Es wird wahrscheinlich sicher wieder irgend so ein Multiplayer-Spiel werden, also ein reines Singleplayer-Spiel werden die sicher nicht entwickeln, denn das würde ja nicht wirklich so mit dem Battle.net-Konzept zusammenpassen. Weil genau deshalb gibt es ja diese riesen Plattform, damit man da wirklich mit anderen Spielern dann interagieren kann oder mit den Freunden und ja, Singleplayer-Spiel würde da nicht wirklich reinpassen. So, was haben wir denn hier? 9 und 10. Da hinten ist ein Kätzchen noch. Das töten wir jetzt auch noch. Ja, hier gibt es zum Glück sehr viele Tiere zum Töten. Boreanisches Leder. Oh, da ist noch eine. Lemmize Katz. Sehr schön. Wie viel hat er denn jetzt? 26 hat er. Natürlich. Und ich bin bei 21. Mhm. So ein kleiner Lügner, der Zwerg. So, da fehlen jetzt noch mehr 4. Bei den Katzen auch 4. Sehr schön. Und wart ihr letzte Zeit Kino? Oder was habt ihr vor, euch anzuschauen? Ich meine, derzeit läuft ja zum Beispiel Godzilla, würde mich echt interessieren. Ja, wir wollen ja am Mittwoch eh wieder Kino gehen. Und mal schauen, vielleicht schauen wir uns da sogar Godzilla an. Ich meine, dieses Monat sind ja überhaupt sehr viele verdammt gute Filme. Auch der neue X-Men kommt ja, Zukunft ist Vergangenheit, da sieht ja der Trailer auch mal verdammt gut aus. Dann, was kommt noch zum Beispiel? Eher so gegen Ende des Monats, One Million Ways to Die in West. Das sah der Trailer auch verdammt genial aus. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, schaut euch den Trailer dazu an. Auch zu X-Men. Ja, jetzt spielt auch gerade Godzilla. Ich spiele auch noch ein paar andere Filme. Also Mai ist wieder ein guter Kinomonat. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr so machen sollt, vielleicht am Wochenende oder so, geht einfach mal ins Kino. So, da brauche ich jetzt nur mehr eines und 2 Kätzchen. Sehr schön. Und bekommen schön viel Leder zusammen. Das freut mich. Wie viel hat er jetzt? Und jetzt, da ich so viel Vorsprung habe, habe ich mir ein kleines Nickerchen gemacht. Okay. Mach dein Nickerchen, mein Freund. Soll er mir recht sein? So, da hinten noch dieses Kätzchen. Dann haben wir diese Quest hier auch schon. So, muss nur kurz schauen, wie lange ich schon aufnehme. Vielleicht mache ich die Aufnahme heute ein bisschen länger. So. Okay.
Gibt's hier sonst was zum machen? Achso, die Beutetiere. Ja, aber da bekomme ich jetzt eh noch ein paar Quests, wo ich Tiere umbringen muss. Das geht dann so nebenbei mit. Also die muss ich jetzt nicht wirklich da extra töten. So, da. Ich glaube, ich muss dann auch irgendwelche Giraffen töten. Ich glaube, Krokodile auch. Wenn ich das so richtig noch im Kopf habe. Okay, aber dort soll ich mit irgendwem sprechen. Moment, da bekomme ich eine Quest. Wie kann ich euch helfen? Ein Steak für Jäger. Bringt 5 Langhalsgrasfresser. Ah, da, genau, da muss ich die Giraffen töten. Kann ich euch helfen? Steaks, 3 Shango-Fährten. Schönen Tag auch. Okay, da ploppen jetzt einige Quests auf. Ich bin ganz. Eine Orange, 2 Bananenbündel und ein Papaya zu Schnapsbad Donnerbräu. Bleibt sauber. Okidoki, was will die Drenei? Dame, 15 Mangal-Krokolis. Ah, genau, Krokolisken. Such den Pfad des Lichts. Sehr schön. Wo fangen wir da jetzt am besten an? Ich würde sagen, da irgendwie so fliegen wir diese Runde hier. Aber zuerst sprechen wir da mit den Orak. Oh, da ist gerade so ein. Töten wir die zuerst, okay. Sehr schön. Leider kein Steak dabei. So, auf den Weg dorthin töten wir einfach die Katze auch. Wir brauchen ein paar Tiere. Sehr schön. Ja, die sind schon grün, deshalb gibt nicht jeder, den ich jetzt kürschle, einen Punkt. Ihr wisst ja, bei grün, es kann einen Punkt geben, muss aber nicht. So, was willst du denn von mir? Bringt ein Orakel, bla bla, in der Nähe der Knochen sind 5 intakte Kobra-Giftzähne. Okay. Dann müssen wir jetzt ein paar Kobraschlangen töten. Wieder kein Steak, was soll denn das? So ein Riesenvieh und hat kein Fleisch drin. Wie kann das sein? Besteht das nur aus Haut und Knochen? Ja, und auch schlechte Nachricht wegen Wolfenstein. Heute die Amazon-E-Mail bekommen, die haben das Spiel heute erst weggeschickt. Ja, und so wie ich das kenne, werde ich das Spiel morgen nicht haben. Es steht drin, voraussichtlich am 22. habe ich es erst in den Händen. Ja, ich verstehe das echt nicht, dass das nach Österreich immer so kompliziert ablaufen muss. Auch zum Beispiel bei den letzten WoW-Erweiterungen oder sonst, wenn ich irgendein Spiel bestellt habe. In den Foren lese ich immer, ja, die Deutschen teilweise haben es die schon 1-2 Tagen vor in den Händen. Was aber eigentlich auch nichts bringt, weil es ja wirklich erst an diesem Tag spielbar ist. Und bei mir ist es immer so, dass ich die Spiele generell immer erst 2, 3, 4, 5 Tage später bekommen würde. Ich verstehe sowas einfach nicht. Ich meine, wieso können die das Spiel nicht schon Donnerstag, Freitag wegschicken? Dann wäre es jetzt von mir aus, weiß ich nicht, Montag, Dienstag da gewesen, hätte ich es pünktlich gehabt. Ich kann es ja erst am Dienstag spielen. Weil soweit ich gelesen habe, wird das ja erst über Steam so freigeschaltet, dass es ja erst ab Dienstag spielbar machen. Und ja, ich verstehe sowas einfach nicht. Das ist mal unbegreiflich. Ist halt schade. Ich wollte das Projekt wirklich pünktlich starten. Ja. Der Grund, wieso ich es bei Amazon bestellt habe, da konnte ich mir die 18er Version natürlich holen. Ach verdammt, jetzt hat er das Ding umgebracht. Und ja, die hätte ich bei mir dann in der Nähe nicht bekommen. Also die sind leider sehr, sehr brüde, was sowas angeht. Ich habe kein Ziel. Ach, jetzt hat er die auch wieder umgebracht. Schnell, bevor da angegriffen wird. Ja, echt schade. Ich meine, ich habe schon akzeptiert, dass die ganzen nationalistischen Zeichen und so weiter ja weggemacht werden. Ach, bring das blöde Vieh nicht da um. Ich hasse dich, du dämliche Mietekatze. Ja, aber die 18er Version sollte es ja doch sein. Ich will da nicht irgendeine so eine Bussi-Version dann auch noch spielen. Ja, schade, schade. Ich hoffe halt noch, dass es vielleicht morgen ausgehen wird, aber ich kann mir es nicht vorstellen.
Das wurde jetzt, kurz bevor ich aufgenommen habe, habe ich die E-Mail bekommen. Ja, es wurde weggeschickt. Glaub nicht, dass sich das ausgehen wird. Schade. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, im Prinzip ist es leider jetzt nicht meine Schuld. Und ja. Ich bin außen. Vielleicht mache ich dafür dann die ersten 2-3 Folgen, so kleine Überlänge oder so. So als kleine Entschädigung. Ich muss näher ran. Schauen wir mal jetzt mal im Endeffekt, wann ich es dann bekommen werde. Oh, nicht bewegen, wenn Kirschner, nicht bewegen. Also ich glaube, ich werde diese Folge hier heute auch mal ein bisschen länger machen. Dass wir da mal ein bisschen was weiterbekommen. Das ist zu weit entfernt. Und in der nächsten Folge würde ich dann mal wieder gerne ins Stunts gehen. Och, da ist er mal wieder. Nun, das war ein entspanntes Nickerchen. Wie sieht es denn aus mit der Jagd da drüben? Ich liege ja noch ganz gut in Führung. Ich glaube, ich werde mal ein wenig angeln gehen. Ja, du stehst dir hier gut im Wasser, mein Freund. Ja, wie viel haben wir denn? Wo ist die Quest jetzt? 35 bin ich. Naja, wenn er noch in Führung ist. Aber der wird schon noch sein blaues Hund erleben, dieser Zwerg. So, da. Da ist ein Erz. Das wollen wir aber nicht, dieses Erz. Wir wollen dieses Krokodil da mit den 6 Beinen. Okay, da brauche ich auch insgesamt 15. Aber das geht ja schnell. Die müssen wir zum Glück nur töten. Da müssen wir auf keinen Loot hoffen oder so weiter. So. Ja, ich bin echt schon gespannt, wie das Spiel sein wird. Ich meine, ja, ein bisschen Frechheit finde ich es auch, dass natürlich die Konsolenversionen schon wieder so bevorzugt wurden. Die konnte man schon wieder ein paar Tage vorher spielen. Weiß nicht, wieso das immer so sein muss. Teilweise kommt man sich inzwischen als PC-Spieler schon wirklich so, weiß ich nicht. Ja, ist Außenseiter davor. Was man da aber so hört, soll das Spiel wirklich geil sein. Ich habe mir mit Absicht da keine Videos oder was angesehen. Ich will das ja alles selbst erleben. Und vor allem mit euch dann so richtig blind durchspielen. Na, tötet das Ding. So. Noch ein Kroko. Noch einer. Da unten müssen dann diese Kobras rumlaufen. Das ist mal ein Kroko. Da sind Kobras. Sehr schön. Und Attacke. So, von denen brauchen wir 5 Zähne. Sehr schön. 41. 2 Drittel sind schon geschafft. Besser mal ein wenig Gas geben. Oh, ich habe auch 41. Haha. Habt ihr schon eingeholt, mein Freund? Habt ihr schon eingeholt? Natürlich kein Zahn, das war ja natürlich sowas von klar. Das Glück ist mir halt nicht da vergönnt. Und ein Zahn dabei, sehr schön. Einen Zahn haben wir inzwischen. Und was wir hier Leder zusammen bekommen. Ja, ich werde dann definitiv, wenn ich hier fertig bin, Sturmgipfel noch gehen, falls wir das überhaupt dann noch tun müssen. Dort gibt es dann auch einige Tiere, damit wir wirklich viel Leder zusammenbekommen, dass ich dann nicht extra immer nachfarmen muss und ist ja doch ein bisschen lästig. Oh, da ist wieder so eine Ranke, wo wir wieder dran ziehen können. Wir brauchen eh noch Orange, Banane und eine Papaya. Na, zieh dann. So, was fällt runter? Die Orange. Sehr schön. Da drüben ist noch so ein Ding. Da können wir dann auch dran sehen. Das ist sogar jetzt zwei. Sehr schön. Irgendwas Grünes war da jetzt drin. So, ziehen wir mal hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Banane. Das heißt, uns fehlt jetzt dann nur mehr die Papaya. Vielleicht haben wir die gleich dort drauf. Ich meine, es kann jetzt natürlich nochmal eine Orange oder Banane fallen. Aber wir haben
natürlich Pech und es ist wirklich noch normal eine Banane. Ja, komm her da, mein Freund. Ja, bis du da bist, bist du schon tot. Wieder kein Zahn, das gibt's ja nicht. Diese verdammten Zähne. Oh, sehr schön. Wir haben einen arktischen Pelz bekommen. Sowas ist natürlich auch sehr, sehr selten. Aber ich glaube, ein paar habe ich von denen auch schon. Okay, drei haben wir erst gefunden, ist nicht viel. Irgendwer mordet da meine ganzen Tiere weg. Aber hier haben wir noch so eine Ranke. Bitte eine Papaya. Sehr schön. Sieht eigentlich aus wie eine Birne. Aber egal, wir sind da nicht so wählerisch. Wir nehmen alles, was wir brauchen können. Da so ein Schlangenzunge. Was? Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt hörst du aber auf. So. Weg. Das lasse ich vorsichtshalber noch. Den blauen Zauberstab, den kann ich auch nicht brauchen. Hallo? Verkauf das Ding. Willenskraft brauchen wir eigentlich auch nicht. Weg. Das auch noch weg. So, da. Ja, muss da wirklich da mal ein bisschen was wo auslagern gehen. Die Bank, ja, ich werde da wirklich jetzt bald die Bastelfolge nachholen. Und dann wird die Bank auch ein bisschen leerer, das ganze Leder dort mal wegkommt. So, ich würde sagen, 3 Minuten mache ich noch, dann ist die Folge heute 30 Minuten lang. So, da liegt noch eins an dir. Ja, irgendwie hat genau an dieser Stelle da gemordet. Aber ich beschwere mich nicht, ich kann das ganze Leder gut brauchen. So, 469 haben wir ja auch schon wieder im Skill. Da, von denen brauche ich noch 3. Nach dir jetzt eh nur mehr 2. Was, triff? Da ist er wieder. Muss irgendwo anders hingehen, um mehr Ziele zu finden. Hatte eigentlich gehofft, schon weit über 48. Oh, 48 erst. Haha, ich habe dich eingeholt. Wir haben 49. Ja, mein Zwerg, das verlierst du noch. So. Ein Steak dann noch von so einer Giraffe. Oh, 10 überhaupt noch 4. Also das Zeug, das fällt überhaupt sehr, sehr schlecht. Muss schon sagen, da muss ich gleich mal einen Beschwerdebrief schreiben. So. Sehr schön. Und gleichzeitig gestorben. Und das waren jetzt auch die letzten Krokodile. Das ist schon mal sehr gut. Also brauche ich die da jetzt nicht mehr absuchen. So. Das heißt, nur mehr Kobras. Kobra, da drüben. Und dann halt noch ein paar Giraffen für das eine Steak da. Ach, das gibt's ja nicht. Verdammte Vieh, hat doch Zähne drin. Das kann's ja nicht sein. Aber du hast jetzt was für mich. Da, ich sehe doch deine Zähne genau. Du hast mindestens 2 drin. Okay, wenigstens einen konnte man dir ziehen. Ah. Nimm das Leder. Ups. Blöd die Kamera gedreht. So. Da ist er wieder. Das war die 54. Ihr werdet wohl demnächst gratulieren müssen. Tja, ich habe aber 56, mein Freund. Ich würde sagen, die 4 tötet man auch, damit ihr auch seht, wie die Quest dann ausgeht. Ich meine, ich weiß es natürlich schon, wenn die gleiche Quest gibt es alles Allianzleiter natürlich auch. Sehr gut, wieder ein Zahn, das heißt nur mehr ein Zahn fehlt uns. Vielleicht hat der denn da. Das ist zu weit entfernt.
Sehr schön. Ich bin auch bereit. Wunderbar. Da hatten wir den Zahn. Okidoki. Da, so ein Steak. Die werde ich aber da drüben töten, denn das ist das Gebiet größer und ich brauche eh nur mehr eine und zwei Tiere insgesamt töten. Was ist da oben genau? Diese Schango-Fährten. Oh Gott. Dieses schnelle Sprechen. Die macht man dann das nächste Mal. Ja, wird halt die Folge ein bisschen über 30 Minuten. Ist ja auch nicht so schlimm. Ihr habt eh schon öfters gesagt, mach mal viel längere Folgen. Heute habt ihr sie bekommen. Das Warten hat ein Ende. Was? Kein Fleisch. Aber mit der hier haben wir dann auch die 60 Beutetiere fertig. Und vielleicht hat die sogar das Fleisch drin. Ein schöner Kret. Die war schnell. Jawohl, Fleisch auch drin. Was Beutetiere legt? Ach, die zählen gar nicht, das Beutetiere. Ach stimmt, die sind gelb. Das sind neutrale Viecher. Ich muss da rote töten. Gut, dann töte ich jetzt hier noch so ein Kätzchen da drüben. Oder das hier. Jawohl, wir haben die 60. Juhu. So, jetzt müsste ich alles fertig haben, bis auf die Fährte da oben, genau. So, das gehen wir jetzt nochmal da beim Knochen alles ab. Holen wir uns einen neuen Schwung Quests und die machen wir dann das nächste Mal fertig. So, irgendwo da müsste der doch... Ach, da steht er. Da ist er. Oh, cool. Und Level Up. Na, wunderbar. Jetzt können wir Turm Utgard, Oculus und Hallen des Blitzes reinkommen. Na, perfekt. Benutzt seinen Weihrauch in der Nähe. Kehrt dann mit Informationen zurück. Okay, wisst ihr was? Dann mache ich die jetzt auch... Nee, das machen wir das nächste Mal. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Da fliegt man, glaube ich, so als Geist in dieser Zone hier herum. Und das kann doch ein bisschen länger dauern. So, da müssen wir jetzt noch hin. Ach, wunderbar, 77 schon. Das finde ich gut. Wieder mehr Life bekommen und alles, mehr Schaden. So, da hast du deine Früchte. Das geht euch durch den Kopf. Genau. Da müssen wir jetzt ein Getränk brauen. Seid auf der Hut. Machen wir auch das nächste Mal. Hallo. Ist da irgendwas? Kette. Ja, da haben wir aber das Account-Zeug. 5, 5, 5, 19 und 5, 18. Das nehmen wir. Man dann bei sich. Ihr. Seid gesegnet. Bringt Deva in es 5 Sandfarmwedel. Okay, das bekommst du dann auch. Da, du bekommst auch was von mir. Die Steaks. Okay, da gibt man nichts Neues. Und da hinten ist jetzt noch eine Quest aufgeploppt. Hallo? So. Och. Bei der Frau Professorin. Möchte, dass ihr den Flug zum Landeplatz am See nehmt und dort... Aha, okay. Das machen wir aber auch das nächste Mal. Da fliegen wir dann hin. Sehr schön. Gut. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen. Und wie am Anfang gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr wirklich da zahlreich meine Videos teilt, wirklich mich weiterempfehlt, auch auf diversen Plattformen das Ganze weiterteilt und alles. Und vielleicht auch eure Freunde und so Bekannte dort ansprechen könntet und sagen, ja, ihr würdet dem Grafos wirklich einen kleinen Gefallen machen, wenn ihr vielleicht seine Facebook-Seite liken könntet, ein paar Videos weiterteilen und so weiter. Einfach das so, ja... ich ein bisschen eine größere Reichweite noch erreichen kann. Ja, und ansonsten würde ich mich über ein Abo, Kommentar, Daumen hoch freuen. Und ja, ich sage dann auch wieder danke fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge ein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.